Die Einleger haben das Wochenende, das sich Freitag noch als eines der schlimmsten Wochenende im Bankensektor in den USA aller Zeiten bezeichnet hat, einigermaßen positiv und unbeschadet überstanden. Doch ist das nun Grund, dass wir uns in Sicherheit wiegen können? Diese Frage bin ich gerade auf meiner Reise hier nach Hamburg. Bin hier gerade in einem wunderschönen Hotelzimmer mit Blick auf den Hamburger Fernsehturm auf die Schliche gegangen. Und eines kann ich euch sagen, nein, das ist es nicht. Denn mir sind so einige Zahlen, das passiert meistens, wenn ich ein bisschen Ruhe habe, in die Hände geflattert, die ich jetzt einmal kurz präsentieren möchte. Und ich möchte euch sagen, es ist wirklich Alarmstufe Rot. Und zwar habe ich mir mal angeschaut, was in den USA, und es sind drei Hammerzahlen, die ich mitgebracht habe, gerade vor sich geht. Und die erste Hammerzahl, die ich euch gleich zeigen möchte, zeigt, dass in den ersten drei Wochen des Aprils die Einleger in den USA insgesamt 360 Milliarden Dollar von den Konten abgezogen haben. Also die Einleger, die Sparer, das, was ihr bei euren Hausbanken an dem Geld liegen habt, das sind die Einleger. Und besonders dramatisch, und das muss ich vielleicht gleich in der Grafik etwas aufzeigen, ist, dass die Einlagen in den USA von den angeschlagenen Regionalbanken nicht irgendwo auf die Konten der Großbanken geflossen sind, wie man nun meinen möchte, sondern sie sind genau dorthin geflossen, wo es niemand möchte, raus aus dem Bankensektor, und zwar weg. Und dieses Geld liegt nun unter den Kopfkissen oder ist in andere Assetklassen geflossen. Allerdings kann man das zumindest an den Aktienmärkten nicht verzeichnen. Und deswegen schauen wir uns nun mal die nächste Grafik an, die ich euch gleich mal zeigen möchte, denn die Daten stammen hier direkt von der Fed, von niemand Geringerem. Und ich möchte es jetzt hier an der Stelle einfach mal kurz einblenden. Schaut euch das mal an. Die Weekly Deposit Changes, Seasonal Adjusted versus Actual. Das heißt, normalerweise ist das, was wir im blauen Bereich sehen, das, was abfließt. Und ihr seht, was hier passiert ist, hier im letzten Quartal bzw. im ersten Quartal 23. Und diese roten Balken, die ihr hier sehen könnt, die zeigen uns ganz deutlich, dass in den USA derzeit bereits ein Bankrun läuft. Aber noch viel dramatischer, was wir uns jetzt gleich anschauen werden, nämlich die zweite Hammerzahl. Denn die Fed, also die amerikanische Notenbank, meldete bereits im September vergangenen Jahres, dass 722 Banken nicht realisierte Verluste von mehr als 50% ihres Eigenkapitals gehalten haben. Das bedeutet, um es auf einen Privatanleger oder ein Privatunternehmen umzumünzen, die Hälfte des Eigenkapitals, das ihr zu Hause liegen habt oder das euch gehört oder als Unternehmen, das sozusagen in der Bilanz steht, die Hälfte dessen sind nicht realisierte Verluste. Und es wird noch viel besser, denn die nicht realisierten Verluste bei den Banken entstehen in der Regel durch die Abwertung von Wertpapieren. Und hier habe ich mal genauer hingeschaut, denn wegen der steigenden Zinsen für die, ja, momentan die Fed entsprechend sich ja verantwortlich oder nicht verantwortlich sieht, sieht man auch, dass 31 weitere US-Banken ein negatives Eigenkapital auswiesen. Das heißt, man hatte mehr Schulden als Guthaben. Und das ist eine ganz krasse Nummer, denn 31 Banken, die mehr Schulden als Guthaben haben, die eigentlich pleite sind, die schleppt man seit letztem September bereits im Bankensektor vor sich her. Und diese Banken sind immer noch da. Und hier kann man natürlich munkeln, dass die Fed und die amerikanische Regierung heimlich im stillen Kämmerchen, um die Anleger und die Einleger zu beruhigen, bereits Rettungsprogramme und Rettungspakete vorgenommen hat. Vermutlich möchte man einfach seitens der US-Regierung Ruhe im Sektor behalten, denn sonst passiert genau das, was wir derzeit sehen. Ein schleichender, stiller, heimlicher Bankrun. Ein Bankrun, der dafür sorgt momentan, dass immer mehr Banken in die Schräglage geraten und wie ein Dominoeffekt umkippen. Doch wir haben noch viel mehr, oder ich habe heute noch viel mehr mitgebracht, denn die entsprechenden Daten, die aus der Fed-Präsentation stammen, die ich euch hier einmal zeigen möchte. So. Genau diese Zahlen sind es, von denen ich spreche, und genau diese Zahlen sind das, was uns Angst und Bange machen sollte. 50% von 722 Banken haben unrealisierte Verluste. Und diese Zahl hier stammt aus einer Präsentation aus Februar von der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank, die jetzt eben erst veröffentlicht wurden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wir werden hier belogen und betrogen und alles nur zu dem Preis, dass die Einleger und die Anleger hier nichts riechen. Doch es wird noch krasser. Die dritte Zahl, die ich mitgebracht habe, kommt von einem Stanford-Professor namens Amit Zero. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und er geht davon aus, dass bereits jetzt die Hälfte aller 4.800 US-Banken faktisch pleite ist. Richtig gehört. Und auch das sauge ich mir nicht aus den Fingern. Denn er sagt, sie konnten das Minus bei ihren Wertpapieren und Anleihen nicht ausgleichen. Könnt ihr selbst nachlesen. Ich verlinke das gerne unter dem Video. The Telegraph hat diesen Artikel veröffentlicht. Werden wir ebenfalls unter dem Video verlinken. Und wenn das keine krassen Informationen sind, dass wir vielleicht
bereits jetzt den schleichenden Bankrun sehen, man ihn uns aber ja, vorenthalten möchte, damit wir nicht spüren, was passiert, dann sollten wir alle mal ganz, ganz hellwach werden und uns Gedanken machen, wie man sein Geld in diesem Ende des letzten vierten Zyklus, von dem ich immer spreche, in Sicherheit bringt. Schreibt gerne mal die Kommentare, wie ihr das Ganze empfindet. Ich hoffe, ihr verzeiht mir heute mal die etwas andere Kulisse. Ich finde es hier im 24. Stock wunderschön. Und deswegen dachte ich mir, ich nutze die Zeit jetzt, bevor wir mit ein paar Mitarbeitern noch zum Abendessen gehen. Ich bin die nächsten 3 Tage in Hamburg. Wenn euch interessiert, was ich mache, folgt mir gerne auf Instagram. Mein Profil ist unten verlinkt. Dann bekommt ihr auch hier ein bisschen mehr mit. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Hier im nächsten Video geht es zu dem Freitagsvideo, das ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Und hier geht es zu unserem Abo. Vergesst nicht, die Glocke zu klicken.